Diese Arbeit für den Außenbereich hat Martin Pfeifle gestaltet und er nimmt zwar die Formen der Fassade auf, also diese rechtwinkligen Formen, die er quasi gekippt hat, aber er möchte auch in Konkurrenz mit dem Gebäude treten. Das Gebäude ist natürlich größer als diese kniehohe Skulptur, aber durch die starke Neonfarbigkeit geht er da ganz schön dagegen und er versperrt, das haben wir beim Rausgehen gemerkt, ja auch den Eingangsbereich. Also insofern interveniert er in das Gebäude, was jetzt auch bei der Eröffnung schön zu sehen ist. Es ist eine soziale Skulptur, sprich die Leute sitzen drauf und das soll auch so sein. Das ist als Bank gedacht, da sollen sich die Menschen wohlfühlen. Und eben diese soziale Skulptur. Der Martin Pfeifle hat auch die Bar gebaut. Die sieht man jetzt nicht, weil die durch Menschen verdeckt ist. Die nimmt die Formen eben auch auf, ist aber in Silber gestaltet. Also hier eine sehr schöne Arbeit für den Außenbereich. Hier rechts haben wir eine weitere Skulptur im Garten von Johannes Jensen, Paranoides Zuhause. Wir sehen einen Kubus aus fünf Ecken auf einer Stange mit Leiterstufen. Also es kommt immer nur eine Person rein, so hat man die Kontrolle. Und Kameras und Kanonenrohre sind auf uns gerichtet. Das rezipiert die Angst vor Terror und die Paranoia, das Sicherheitsbedürfnis, was sich in Paranoia ausartet seit dem 11. September. Und ist somit auch ein Kommentar zu der Entwicklung, wo die Moderne hingegangen ist, nämlich Globalisierung, dadurch entstehende Probleme und eben, ja, dass wir jetzt heute auch eigentlich nicht wirklich frei sind. Ja, vielleicht gehen wir noch mal rein. Diese Arbeit heißt Frozen Wave, ist von Heiko Repple und Frozen Wave, also gefrorene Welle, das sieht man ja. Was vielleicht interessant ist zu wissen, dass Heiko Repple sich sehr intensiv mit Formfragen im Allgemeinen beschäftigt. Also wenn man seine Arbeiten sieht, das was weich wirkt, ist oft hart, was hart wirkt, ist oft weich. Das was man außen vermutet innen, was man innen vermutet außen. Und so haben wir es ja auch hier. Also innen ist quasi diese wunderschöne, glatte, weiße Oberfläche aus Akkristall. Und wenn wir drumherum gehen, dann sehen wir eigentlich die Technik der Skulptur. Also wir sehen diese Schrauben und es sieht aus von außen wie eine Gussform. Was bei der Skulptur noch wichtig ist, also wir gehen ja jetzt gerade rum. Wir gehen ja jetzt gerade hier rum. Von jeder Seite, also sie nimmt die Allansichtigkeit wörtlich, von jeder Seite glaubt man, man hat die Hauptansichtsseite. Also die wirkt aber von jeder Seite wie ein komplett anderes Werk. Also das ist so ein bisschen der Clou bei dieser Skulptur, dass man eigentlich, wenn man diese Arbeit hat, hat man ja über den Daumen 40, aber nur geschätzt. Ganz viele Ansichten, wo jede wirklich gleichwertig ist. Hier sehen wir die Arbeit von Erika Hock. Sie hat die Fensterachsen und die Fensterrahmen aufgenommen, eine Holzkonstruktion daraus gemacht, die mit doppelseitiger Seide bespannt ist. Dieses Doppelte ergibt den Moiré-Effekt. Der bezieht sich wiederum auf das häufig im Gebäude vorkommende Material Marmor. Und sie hat aber auch die Bedeutung oder die ehemalige Funktion des Raumes aufgenommen und sich dagegen gesetzt. Hier wurde ja hart gearbeitet, das waren Büroräume. Und Erika Hock hat mit dieser Bank vor diesem Paravent eine meditative Situation geschaffen. Also jetzt wird hier gerade nicht mehr gearbeitet, sondern man kann sich hinsetzen, man kann durch die Seide in den Garten gucken, die dortigen Skulpturen sehen, man kann die Autos vorbeifahren sehen und sich einfach nur entspannen. Also insofern auch eine Aufnahme der ehemaligen Funktion. Also sie geht auch auf den Raum ein, auf die Architektur. Genau, sie geht auf die Architektur ein. Das ist auch typisch für die Arbeitsweise von Erika Hock. Sie interessiert sich sehr für die Architektur der 50er bis 70er Jahre und rezipiert das in ihren Skulpturen, in ihren Installationen. Und hier eben Formen übernommen, aber Funktion vollkommen geändert. Also zwei Aspekte dieser Arbeit.
sind. Vielleicht ist noch wichtig zu sagen, also ganz bewusst habe ich ein Konzept erarbeitet, wo ist nicht besonders voll die Ausstellung. Also es ist jetzt hier keine Petersburger Hängung. Man könnte vielleicht sagen, es ist sparsam gehängt. Das soll aber so sein, weil ich eine meditative Situation schaffen wollte. Einzelne Räume werden von einzelnen Künstlern bespielt. Also ich habe das nicht gemischt, damit wie kapellenartige Situationen entstehen, in denen der Betrachter sich auch wirklich mit dem einzelnen Werk intensiv auseinandersetzen kann. Hier diesen Raum bespielt Nils Sievers, ein junger Maler, der in Berlin lebt und bei Immendorf studiert hat. Er hat für den Raum eine Serie kleinformatiger Nachtansichten von Straßen gemalt. Nils Sievers beschäftigt sich mit altmeisterlichen Maltechniken. Seine Farbpalette ist sehr reduziert, also viele Grautöne, viele dunkle Bilder. Er orientiert sich eher eben an der Romantik oder an alten Meistern. Und das ist eben auch eine Auseinandersetzung mit der Moderne, dass man sagt, nein, ich setze eher den Fokus auf das Individuum und auf das innere Erleben. Das ist wichtiger als alle Technik und aller Fortschritt. Ein Witz ist in diesen Bildern hier, wenn man genau hinguckt, man hat ja das Gefühl, man ist selber der Autofahrer, der über diese nächtliche Straße fährt. Ja, aber das Licht ist auf der falschen Seite, also wir sind alle Geisterfahrer. Schon immer gewesen. Dann haben wir noch ein Bild eines Fuchses hier im Raum. Das ist einerseits von der Installation her so gedacht, man könnte ja denken, dass dieser Fuchs, der jetzt da unten steht, sonst da irgendwo am Straßenrand ist. Es gibt aber auch eine ganz lustige Geschichte, die, glaube ich, der Nils Sievers gar nicht wusste, als er die Ausstellung hier mit geplant hat. Hier, genau hier, hat eine Fuchsfamilie gelebt. Also ich glaube, wir haben sie mit unserem Aufbau und mit dem ganzen Chaos verscheucht. Aber an den ersten Tagen, als ich hier war, da liefen hier wirklich echte Füchse durch und hier ist das Bild. Also manchmal ergeben sich auch zufällige Bezüge zum Raum. Sollen wir noch was? Ja, noch einen. Noch einen, ja. Hier haben wir eine Arbeit von Luca Finneisen, die heißt Portion. Portion bezieht sich auf den oberen Teil, das sieht ja aus wie eine leckere Eisportion. Wenn man die allerdings essen würde, dann wäre es wahrscheinlich, könnte sein, dass man sich den Magen verdirbt. Wer die Arbeit von Luca Finneisen kennt, hätte von ihr sicherlich was ganz anderes hier erwartet, nämlich eine großformatige, raumfüllende Installation. Sie hat sich aber entschieden, eine wirklich, was die reine Form angeht, sehr reduzierte Arbeit zu machen. Wir haben hier diesen MDF-Sockel. Wir haben die Maschine, die in den Formen die Formen des Gebäudes aufnimmt. Also es ist wohl ganz schön schwierig gewesen, eine Maschine zu finden, die funktioniert und die wirklich diese Formen der Architektur aufnimmt. Oben haben wir einen Kunststoff und ich weiß nicht, ob man es jetzt noch merkt. Also ich habe mich schon daran gewöhnt, aber wer in den Raum kommt, der riecht einen Orangenduft. Insofern ist diese Arbeit keineswegs Kleinformatik, sondern sie kriecht sozusagen durch alle Gänge und nimmt Besitz von allen Räumen. Man würde denken, das kommt oben von dem orangefarbigen. Stimmt aber nicht. Der Duft kommt aus diesen Ritzen. Eine sehr schöne Arbeit, die eben raumübergreifend hier sich ausbreitet. Sehr gut. Thank you.
Ja, natürlich.